Als der König Karl III. Dieses Edikt herausgegeben hat, dass die Jesuiten abgezogen werden aus seinen Kolonien, hat es natürlich einige Zeit gedauert. Die hatten ja kein E-Mail und kein Twitter, um das nach Südamerika zu geben, obwohl wahrscheinlich schon Legaten vorher unterwegs gewesen sind, die diese Papiere ausgehändigt haben. Aber das hat sich sicher um Tage oder Wochen verzögert. Dann hat man als erstes die Missionare geholt aus den Reduktionen und hat sie irgendwo in einem großen Jesuitenkolleg in einer Stadt wie in Córdoba oder Santa Fe versammelt. Und dort haben sie einfach gewartet auf den Abmarsch, das heißt auf den Abtransport nach Europa. Der Pauke schreibt tatsächlich, man hat ihnen damals alles Schriftliche abgenommen, sogar die Zettel in ihren Brevieren, die Breviere hat man ihnen nicht abgenommen, aber die Zettel, die in ihren Brevieren lagen, ja, wo handschriftliche Sachen drauf waren, mussten sie abgeben. Dann wurden sie auf Schiffe verfrachtet und nach Portugal verschickt. Der Pauke schreibt, ich bin aber nicht sicher, ob diese Zahl wirklich so stimmt, dass auf der Überfahrt allein 500 gestorben sind wegen der schlechten Verhältnisse. Jedenfalls sind gerade in Portugal viele in den Gefängnissen, die am Meer gelegen sein müssen, wo das Meer auch immer wieder in die Gefängnisse hineingeleckt hat bei Überschwemmungen, sehr viele dort in den Gefängnissen unglaublich armselig umgekommen. Die anderen, die mehr in spanischen Kolonien waren, sind zunächst einmal, haben versucht, in Spanien anzulanden. Es wurde ihnen nicht gestattet. Dann hat man versucht, im Vatikanstaat anzulanden. Es wurde ihnen nicht gestattet. Dann irgendjemand hat sie dann in Korsika abgeladen, soweit ich weiß. Dort haben sie sich, ja, einfach abgeladen, ja, ohne ihnen zu sagen, wo sie nachts schlafen konnten, was sie zu essen haben wollten. Sie haben sich dann natürlich selber versammelt und selber ein bisschen organisiert. Und nach ist das ein bisschen besser geworden. Einige konnten auch dann zurück in den Vatikanstaat. Aber sie waren wirklich zerstreut und es war eine unglaublich schwierige Situation. Denn man hat gesagt, sie sind a danger for the state. Sie sind eine Gefahr für den Staat. So heißt auch eines der berühmten Bücher, die gerade über diese Auflösung geschrieben worden sind. Ja, das hat dann also lange gedauert, bis sie wieder zugelassen worden sind. Und ja, das ist ja auch ein Jahr, das wir mitfeiern möchten. Wenn ich auf das Thema Glaube und Gerechtigkeit komme, dann möchte ich sagen, dass in den Reduktionen Glaube und Gerechtigkeit fast gleichgewertig und gleichgewichtig durchgeführt worden sind. Aber noch ein drittes, nämlich die kulturelle Geschichte, und die haben die Jesuiten eigentlich erst in einer späteren Generalkongregation hinzugefügt. Weil sie gemerkt haben, dass Glaube und Gerechtigkeit allein, Frömmigkeit allein und Kampf für Gerechtigkeit nicht genügen, wenn wir uns nicht in die Kultur eines Volkes und einer Gegend und einer Gesellschaft hineinbegeben. Die Jesuiten haben in den Reduktionen diesen Indios alles Mögliche gebracht, schöne Sachen, wunderbare Sachen, die man heute zum Teil noch wunderbar bewundern kann. Ja, aber ich denke, was uns als Jesuiten selber das Wichtigste war, das wollten sie weitergeben. Jesus.